Und die Leute, die jetzt aus dem Gefängnis entlassen werden, sind dieselben, die im Feldzug gegen die Mafia in den 80ern verhaftet wurden? Scheint so, als wäre es gestern gewesen, nicht? Jahrelang hat man uns erzählt, dass die Behörden der Mafia das Rückgrat gebrochen hätten. Naja, sie haben ihre Zeit abgesessen. Es ist der ewige alte Kampf gegen Verbrechen und Korruption, so kann ja sagt schon Superman. Und was wird nun diese frische Blutzufuhr bewirken? Vielleicht erwartet uns eine Zeit potenziell gewalttätiger Machtkämpfe. Malen wir mal alles in den schlimmsten Farben, die Nachrichtenfuzzis. Wann gibt's was zu essen? Allgemein bekannte Namen darunter? In New York ist nur noch ein alter Boss am Ruder, Carmine Lupertazzi. Er wird bald wieder vereint sein mit Angelo Greppe, seinem ehemaligen Konsiliere. Und mit Philipp Liotardo, dem langjährigen Lupertazzi-Captain. Kannst du mir helfen? Eis zerstoßen? Ich komm gleich. New Jersey ist ein noch besseres Beispiel, Sukanya. Da wären Michele Fitch-Lamanna, erst in dieser Woche entlassen, ein Mann, der in den 70ern äußerst gefürchtet und respektiert wurde. Amen, sag ich nur. Ähnlich verhält es sich mit Anthony Blandetto aus derselben New Jersey. Au! Oh! Ich muss sehen, wie er aussieht. Er war 28 Jahre alt, als er rein musste. Er war ein aufgehender Stern. Er war der Hauptverdächtige beim Autobombenmord, bei dem Thomas Gilardi und dessen ein Vater... Ein besseres Foto konnten die nicht finden, er war so sexy. Kannst du das Maul halten? Wir wollen das sehen. Es ist mein Haus, Tom. Er war jemand, der trotz seines jungen Alters in der Hierarchie... Was seht ihr denn da? Geh und ruf deinen Bruder zum Essen. Erläutern Sie uns das etwas näher. Bobby! Wie schön, dass er wiederkommt, hm? Dein Cousin. Er hat mir tierisch gefehlt. Je älter man ist, desto größer ist das Anrecht, etwas zu verdienen. Hi! Entschuldigt. Wo bleibt ihr so lange? Und eure Mutter schickt gar nichts mit? Sie war nicht mal zu Hause. Sie und Tante Rose sind essen gegangen, denke ich. Nehmt alle Platz! Sofort bitte! Toll von dir, Tante Jen, dass du das traditionelle Sonntagsessen fortsetzt. Holst du den Braten aus dem Ofen? Dosenmuschelsuppe? Setz dich hin, verdammt nochmal. Scheiße. Was ist? Mein Ehering. Willst du was einfahren, Tom? Ja. Dann ist es ein sehr interessanter Zeitpunkt in der Geschichte der Mafia. Eins ist klar, das wird ein tolles Jahr für Kriminalreporter Sukanya.